Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Rheinischen Post wurde gestern behauptet, diejenigen, die den Einsatz von Bodycams kritisch sehen, gingen, Zitat, vor dem Datenschutz in die Knie. Nun ist Datenschutz ein gutes Argument, den Einsatz der Körperkameras kritisch zu sehen. Man kann immer sagen, dass es aus Sicht des Datenschutzes gut ist, wenn Daten nicht erhoben werden. Unsere Kritik, liebe Kolleginnen und Kollegen, bezog sich beim letzten Anlauf der CDU, Kollege Golland hat ihn angesprochen, allerdings auf einen anderen Aspekt. Und aus diesen Gründen, die ich jetzt vortragen werde, haben wir Ihren Antrag im letzten Jahr abgelehnt. Wir fürchten einen Vertrauensverlust in die Polizei. Wenn Bürgerinnen und Bürger, ach Herr Golland, wenn Bürgerinnen und Bürger sich den Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen unbefangen nähern sollen, dann ist dem eine Kamera auf der Schulter möglicherweise abträglich. Wir wollen eine Polizei, die den Bürgerinnen und Bürgern offen gegenübertritt, rechtsstaatlich und professionell handelt. Und in dieser Hinsicht gab es, Kollege Bialas hat sie zitiert, durchaus auch einige kritische Stellungnahmen seitens der Polizeigewerkschaften. Kollege Bialas hat auch gerade schon angesprochen, es geht, wenn dann, um Eigensicherung. Da lohnt sich ein Blick in die kriminologische Forschung. Die meisten Widerstandshandlungen, die meisten Gewalttaten geschehen immer noch im Affekt, ohne dass der Täter sich über die strafrechtlichen Folgen seiner Tat oder natürlich auch über eine Kamera auf der Schulter nachdenkt. Darum ist auch Ihr ewig untoter Antrag zu Strafrechtsverschärfungen kein wirksames Mittel, um Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte vorzubeugen. Wir sagen ganz klar, jeder Polizistin, jeder Polizist, der im Einsatz verletzt wird, ist einer zu viel. Aber wir sollten darauf doch nicht mit einer Scheinsicherheit reagieren, sondern mit wirksamen Konzepten. Den Abschreckungseffekt, den Sie in dieser Debatte immer wieder sehen wollen, den belegen auch die Zahlen aus dem Frankfurter Modellversuch nicht. Die Fallzahlen sind zu niedrig für eine generelle Aussage statt 40 Widerstandsfällen. Alles das wurde uns in der Anhörung präsentiert. Im gesamten Jahr vor dem Feldversuch gab es im ersten Versuchsjahr 25. Parallel gab es aber auch ein komplett überarbeitetes Einsatzkonzept, sodass man einfach keine validen Schlüsse aus diesem Versuch ziehen konnte, ob dieser Rückgang nun an den Bodycams liegt oder nicht. Nun spricht nichts dagegen, sich die Modellversuche weiter anzuschauen und sie weiter auszuwerten, denn wir haben auch durchaus mitbekommen, dass es Beamtinnen und Beamte gibt, die für sich eine Steigerung der Sicherheit wahrgenommen haben, die die Kamera als Sicherheitsgewinn wahrnehmen. Aber auch an dieser Stelle muss man über Widersprüche nachdenken. An dieser Stelle muss man die Debatte, glaube ich, versachlichen. Herr Kollege Bolte, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Golland zulassen? Ja, sehr gerne. Also es gibt keine Tests in Nordrhein-Westfalen, das ist nicht richtig. Aber es gibt natürlich die Tests in Hessen. Die werden von Ihrer regierungstragenden Fraktion in Hessen mitgetragen. Daher noch mal meine Frage. Tragen Sie die Ankündigung von Frau Kraft zur Einführung von Bodycams als Grüne in der Regierungskoalition mit? Bitte schön, Herr Kollege Bolt. Also Herr Kollege Golland, ich habe Ihnen jetzt gerade ausführlich dargelegt, warum dieser Modellversuch in Hessen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Wirksamkeit von Bodycams darlegt. Und dann fragen Sie, was denn meine Meinung zu den Modellversuchen in Hessen ist. Ja, ich habe es Ihnen gerade erklärt. Ich kann Ihnen die Passage gerne noch mal vorlesen, wenn es die Wiederholung dann zum Verständnis beiträgt. Und das Zweite ist, dass wir aus den Anhörungen diverse Erkenntnisse gezogen haben, was auch einen möglichen Modellversuch angehen würde, nämlich, dass selbst ein Modellversuch, Herr Kollege Golland, selbst ein Modellversuch würde nach sich ziehen, dass das Polizeigesetz geändert werden müsste. Weil Ihnen ist ganz klar erklärt worden, und ich erkläre Ihnen das an dieser Stelle sehr gerne noch einmal, bisher gibt es nur im 15b Polizeigesetz eine rechtliche Grundlage für Videografie von Einsätzen, nämlich erstens aus einem Fahrzeug heraus und zweitens zum Zwecke der Beweissicherung. Das sind Schranken, die können Sie nur mit der Änderung eines Polizeigesetzes überwinden. Herr Kollege, und selbst für einen Modellversuch müssten wir dann also das Polizeigesetz ändern. Und dann muss man eben schauen,
wo würde, welche Güter würden in einer solchen Situation gegeneinander abgewogen werden müssen. Und da muss man dann eben auch auf die verfassungsrechtliche Abwägung von Grundrechten sehr genau schauen. Herr Kollege, würden Sie nach diesem ganz langen Satz, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rehbaum zulassen? Ja. Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Nachdem Sie jetzt mit einem langen Satz eine Frage beantwortet haben, die nicht gestellt worden ist, möchte ich diese Frage noch mal wiederholen. Unterstützen Sie die Ministerpräsidentin bei der Einführung von Schulterkameras? Herr Kollege, bitte. Also, wir haben jetzt gerade eine sehr klare Haltung ja schon artikuliert. Wir haben ganz klar gesagt, ja, es ist schön, wenn da in der letzten Bank der CDU gelacht wird darüber. Wir haben ganz klar gesagt, man kann sich, es spricht nichts dagegen, die Modellversuche aus anderen Ländern auszuwerten. Aber ich habe Ihnen auch sehr deutlich gesagt, lieber Kollege Rehbaum, warum wir den Modellversuchen in den anderen Ländern durchaus kritisch gegenüberstehen. Und weshalb diese Modellversuche eben nur in Teilen wirklich instruktiv sein könnten. Und ich habe Ihnen darüber hinaus dargelegt, und das ist sehr wohl in einem sehr engen Zusammenhang mit Ihrer Frage zu sehen, was müssten wir denn tun, wenn wir solche Modellversuche in Nordrhein-Westfalen machen wollten? Wir müssten das Polizeigesetz ändern, wir müssten eine grundrechtliche Güterabwägung vornehmen. Und da müsste man dann eben sehr genau schauen, weil das die Möglichkeiten, die wir haben, das hat Kollege Bialas ja ausführlich eben dargelegt, die einzige Möglichkeit von den verfassungsrechtlichen Schranken her ist, eine solche Änderung des Polizeigesetzes zur Eigensicherung von Beamtinnen und Beamten durchzuführen. Alles andere, alles darüber hinaus und alles, insbesondere das, was Sie in Ihrem Antrag ja gefordert haben. Sie haben in Ihrem Antrag ja nicht gefordert, Bodycams zur Eigensicherung, sondern Sie haben in Ihrem Antrag gefordert, Bodycams zur Beweissicherung, zur Strafverfolgung. Und da sind wir im Bereich der sogenannten Strafverfolgungsvorsorge. Und diese Strafverfolgungsvorsorge ist in ausschließlicher Bundeskompetenz. Und da hätten, ja, Herr Golland, da mögen Sie das Gesicht verziehen, aber so ist die Welt nun mal. Es tut mir leid, dass das Grundgesetz so gestrickt ist, wie es ist, wenn Ihnen das nicht passt. Aber es gibt eine Bundeskompetenz, es gibt eine Landeskompetenz und ich kann es nicht ändern, wenn Sie das stört. Ja? Aber Sie müssen zumindest zur Kenntnis nehmen, dass das, was Sie in Ihrem Antrag gefordert haben, schlicht und ergreifend verfassungswidrig ist. So. Konkret zum dritten Aspekt, konkret, Sie haben gesagt, Bodycams als Reaktion auf Köln. Wir haben gestern gemeinsam mit allen vier Fraktionen in diesem Haus einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Wir dürfen diesem Untersuchungsausschuss nicht vorgreifen. Aber wir wissen aus den Diskussionen, dass es in der konkreten Situation Schwierigkeiten gab, unter anderem, weil Einsatzkräfte fehlten. Polizistinnen und Polizisten, das muss man an dieser Stelle allerdings sagen, die nicht auf der Straße waren, wären auch mit Schulterkamera nicht auf der Straße gewesen. Insofern ist dieser Punkt, lieber Kollege Golland, eben auch nicht instruktiv für eine mögliche Debatte über die Einführung von Bodycams. Denn in Köln fehlte es nicht an Körperkameras, in Köln fehlte es an einer fundierten Lageeinschätzung. Dazu wären allenfalls Überblicksaufnahmen geeignet gewesen, aber nicht Aufnahmen aus einer Bodycam. Und zur Strafverfolgung habe ich Ihnen gerade schon die Verfassungslage erklärt. Ihre Begründung, Ihre Herleitung für den Antrag geht klar über das hinaus, was das Land an zulässigen Kompetenzen hätte. So, jetzt habe ich sehr lang ausgeführt, insbesondere auch wegen Ihrer Zwischenfragen, die ich sehr gerne beantwortet habe. Ich habe auch jenseits des Datenschutzes, glaube ich, eine ganze Reihe Argumente gebracht, die zur Versachlichung der Debatte möglicherweise beitragen könnten. Sie haben sich diesen Argumenten als CDU-Fraktion bisher sehr erfolgreich verschlossen. Das hilft niemandem auf der Straße und das hilft uns auch nicht in der innenpolitischen Debatte. Vielen Dank. Kollege, würden Sie noch einen Moment hier bleiben? Es liegt eine Kurzintervention vor, von dem ich mir noch nicht gesagt worden bin. Vielleicht muss von Herrn Kollegen Hegemann. Herr Hegemann.
Eine Kurzintervention. Herr Kollege Hegemann, Sie sitzen auf dem Platz von Herrn Laschet und Sie haben jetzt das Wort. Bitte danke, schön. Danke, Herr Präsident. Ich werde meist übersehen, da leide ich drunter. Herr Kollege, würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass zwar die Ausschreitungen in Köln nicht verhindert worden wären mit einer Schulterkamera, aber dass die Aufklärung, die 60, die Sie gehabt hätten, wesentlich besser gewesen wären als das, was wir jetzt an verschwommenen Bildern haben. Also Sie können nicht sagen, die anderen hätten die ja nicht gehabt, es wäre alles so gelaufen wie bisher, mag sein, aber wir wären einen gehörigen Schritt weiter. Und nun geht es als Beweissicherung. Ihnen ist bekannt, dass Dashcameras verboten sind in Deutschland. Sie wissen aber auch, dass viele Gerichte und viele Polizisten sehr dankbar sind für solche Filmaufnahmen, um Verkehrsdelikte zu ahnden. Sie wissen also, dass eine verbotene Dashcam trotzdem als Beweis bei Gericht oft zugelassen wird. Bitte schön, Herr Kollege Beuth. Ja. Sie haben ja eingeleitet mit einer Frage, lieber Kollege Hegemann, ob ich bereit bin, das zur Kenntnis zu nehmen. Ja, ich bin bereit, das zur Kenntnis zu nehmen. Nichtsdestotrotz habe ich Ihnen gerade schon erläutert, dass, um das zu erreichen, was Sie wollen, wir das Polizeigesetz ändern müssten. Und die Motivation, die Sie, Herr Kollege Hegemann, jetzt gerade gebracht haben, wäre nicht zulässig, wäre verfassungsrechtlich nicht zulässig, um eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes herbeizuführen. Und wenn Sie möchten, sage ich diesen Satz noch dreimal. Vielleicht haben Sie ihn dann auch verstanden.